Oh, und herzlich willkommen hier am LS22 im Multiplayer auf Can Crossing. Ja, wir stehen hier an unserem neu gebauten Silo. Ich weiß nicht, wer es mitverfolgt hat. Wir hatten ja am Freitagabend wieder Multiplayer gespielt. Da hatte ich schon gesagt, dass wir Silo ersetzen wollen. Das Silo ist praktisch, alte Silo ist abgerissen. Das neue Silo haben wir uns hier hingebaut. Ich finde es passender von der Größe her für die Karte. Ich dachte erst, man muss hier in der Mitte abgeben. So vom ersten Blick, aber das ist ja bloß ja, ohne Funktion. Ne? Oder ich sehe irgendwas nicht, oder? Ne, ist ja keinerlei Trigger oder irgendwas. Weil hier ist unser Triggerkasten drüber, aber ich weiß nicht, ob ich hier abgeben kann. Oder kann ich hier doch abgeben? Da müssen wir mal probieren. Fahren wir nochmal drüber, weil die Punkte habe ich erstmal jetzt hier drüben gesetzt, weil hier kann ich definitiv abgeben. Ich kann mich hier beladen. Und hier sehe ich auch einen Trigger, wo ich abgeben kann, weil da auch ein entsprechendes Symbol ist. Drüben können wir gleich nochmal probieren. Also ich müsste, oder vielleicht ist drüben ein Ballentrigger, ich weiß es nicht. Ne? Weil einen Triggerkasten sehe ich schon. Ne? Aber man sieht eben nichts definiert, das was da steht, was ich hier machen könnte. Ja, das ist bloß irgendein Display oder sicherlich ohne Funktion. Ja gut, dann machen wir erstmal wieder aus. Geldmäßig sieht es natürlich so aus, ich glaube wir haben jetzt geringfügig etwas mehr Geld auf dem Konto. Ich habe mir auch die Materialien, die wir besessen haben, die habe ich mir entsprechend wieder eingetragen im Silo. Und wir haben an unserer anderen Stelle, wo wir unsere Goldschmelze haben, dort habe ich auch entsprechend die zwei Silos ersetzt gegen das Mining-Silo, was auch von BAM heißt doch, glaube ich, auf der Trello-Seite, wo die Silos drin sind, entsprechend ausgetauscht habe. Und dadurch ja verkauft und neu platziert. Ergibt sich ein bisschen mehr Geld. Die da unten hatte ich leer gemacht. Da war ja nicht viel drin. Ja, ergibt sich, glaube ich, ein bisschen mehr Geld haben wir jetzt auf dem Konto. Aber das, denke mal, das fällt nicht so ins Gewicht. Ne? Hier liegt auch am alten Silo lag ja auch noch ein Fundstück rum. Da hat noch keiner eingesammelt hier. Ne? Ich glaube, das können wir doch hier mit Erdbeeren das aufheben. Genau. Gibt es auch nochmal ein 1000er extra hier Belohnung. Ne? Ja, Strecke habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen geändert. Die müssen wir auch noch, hier die alten Teilstücke müssen wir mal noch weglöschen, so dass wir entsprechend hier auch nicht irgendwo anders hinfahren. Halt, das können wir connecten, dass ich das hier mit einmal löschen kann. Und dann das hier noch mit einmal löschen. So, und dann ist unsere Anfahrt hier fertig. Strecken jetzt können wir ausmachen. Streckennetz ist ja auch fertig. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, steht jetzt auch ein Link mit unserem Video. Wir hatten ja am Freitag, wo wir gestreamt haben, hatte ich noch ein bisschen geguckt oder beziehungsweise ein bisschen was dazu gesagt und erzählt dazu. Es ist so, es sind alle Felder angefahren. Wir können auch gleich nochmal gucken hier, denn nicht jeder verfolgte das auf Twitch. Ne? Halt, da müssten wir Streckennetz nochmal anschalten. Da sehen wir das, glaube ich, besser, wenn wir dann in der Übersichtsliste gucken. Ja, Produktionen sind alle leer, ne? Und zwar hier sieht man es ja dann, ne? Wie gesagt, alle Felder sind angefahren, alle Brücken, sieht man jetzt hier noch die Sackgassen, weil bis zur Brücke ist natürlich Weg. Würde man den Weg jetzt schon über die Brücke fahren, würde ja das Fahrzeug versuchen, den Weg abzufahren, würde natürlich ins Wasser fahren, kann ich natürlich machen, ne? Das ist, geht nicht, ne? Wie gesagt, alle Felder sind angefahren mit einem Feldpunkt, Feldrandkurs ums Feld, sodass er entsprechend wegkommt. Alle Produktionen, die ich bauen muss, befinden sich einmal in Ordner Produktionsbaustelle. Ne? Die kann ich anfahren. Und die ganzen Trigger von den baubaren Produktionen sind auch entsprechend angefahren. Also komme ich überall hin. Das habe ich alles soweit fertig gemacht. Dass ich praktisch jede Produktion, auch wenn ich es noch nicht besitze, ich komme natürlich nicht hin, weil es steht ja am Bauzaun ringsrum. Da habe ich keine Chance, fahre ich gnadenlos davor, weil der hat Kollisionen. Ne? So, was ebenfalls noch mit angefahren ist, sind diese einzelnen Seen. Gibt es ja 7 Stück auf der Karte. Die haben alle auch einen Anfahrtspunkt bekommen. Weil in den Seen hole ich mir ja später das Ton raus. Ne? Hier drüben ist auch ein Punkt gesetzt, der nennt sich Moor. Da ist so definiert in der Karte. Keine Ahnung, was ich in dem Moor machen kann. Ne? Bin ich noch nicht durchgestiegen, muss ich ehrlich so sagen. Ich habe es aber als Anfahrtpunkt mitgemacht. Ist dann praktisch im Ordner. Ist klar, Standardort ist natürlich nichts drin. Einkauf ist auch selbsterklärend eigentlich. Sind die ganzen Stellstationen drin? Die muss ich natürlich aber kaufen, wenn ich sie nutzen will. Ne? Wenn ich jetzt die Tankstellen nutzen will, muss ich erst die Tankstelle kaufen, muss an der Tankstelle das einkaufen, dann kann ich an der Tankstelle tanken.
So kann ich ja dort nicht tanken. Das ist ja wie ein Lager, sag ich mal, ne? Ich hab's auch bei Einkauf mit hingemacht. War mir sinnvoller, ne? Der Felder ist selbsterklärend. Klar, die Fähre, halt, das ist der Hof. Die Fähre natürlich, ne? Die Fährpunkte, die es gibt, ne? Die waren ja schon von Anfang an drin. Ja, die fünf Höfe, die es gibt, immer bloß das Hofsilo und ein Punkt auf dem Hof. Weiter ist da nichts eingefahren. Da stehen zwar ein paar Hallen rum, wo Parkplätze hätte einfahren können, aber ich glaube, die lässt keiner stehen, wenn er das wirklich spielt, ne? Die Minen ist klar, die sind alle angefahren. Da sehe ich gerade, hier ist aber eine falsch gelandet. Hier ist Baustelle ist bei den Minen mit drin. Ja, das hat nicht funktioniert, ne? Das wird natürlich jetzt auch in. Na gut, das könnte ich vielleicht nochmal ersetzen. Muss ich mal gucken. Ne? Also ich muss natürlich hier in Baustelle Produktion, muss natürlich die Mine mit. Die von Alcoa muss natürlich dort mit rein. Ne? Dass bloß hier die Minen drin sind, ist mir gar nicht aufgefallen am Freitag. Ne? Verkauf. Weitestgehend die Verkaufsorte, die es gibt. Ne? Dann natürlich, wie gesagt, die Baustellen, wo die einzelnen Produktionen angefahren werden können. Die müssen alle gebaut werden. Mal sehen, ob wir die schaffen, alle zu bauen. Ne? So, Brücken, die Baustellen auch entsprechend, dass ich anfahren kann, dass ich praktisch immer dort, wo der Trigger ist, dass ich da beliefern kann. Aber immer neben Trigger, nicht auf dem Trigger. Denn unsere erste Brückenbaustelle läuft ja auch schon. Die können wir uns auch gleich nochmal angucken. Die ist auch schon ein Stück weit gebaut. Ne? Die Lagersilos sind einmal das große Zentrallager, was sich ja in der Mitte befindet. Und dann natürlich die Lager, wo ich am Fluss entsprechend überladen kann. Ne? Bei Orte sind natürlich das Moor, sind die einzelnen Seen drin. Hier ist ja auch, hier fehlt auch noch eine Null davor. Okay. Ja, das habe ich auch Freitag nicht festgestellt. Ne? Ups, da wollten wir nicht hin. Das müsste ich vielleicht doch noch korrigieren dann. Ne? So, Produktion, alle, die im Hafenbereich sind, also was die Mitte ist, die sind alle hier eingetragen. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Produktion einzeln alle benenne, aber ich denke mal, die Ordnerübersicht, das wird dann zu viel an Ordnern. Das ist meine persönliche Meinung. Wer es extra Ordner machen will, dann muss er sich halt machen, die Ordner, und zieht sie sich raus. Ne? Dann gibt es ja einen Hafen Nord, das ist, wenn wir mal auf der Karte gucken, für mich, also das ist das normale Hafengebiet hier, wo auch der Händler sitzt, ne? Und Hafen Nord, weil ich da eine Anlegestelle habe, das ist hier oben. Der Bereich habe ich so für mich als Hafen Nord bezeichnet, ne? So, dann haben wir natürlich noch Produktion Nord, ne? Das ist natürlich Produktion Süd und Produktion Südwest. Das sind die einzelnen Gebiete, weil die Produktionen erstrecken sich ja einmal, wenn man das hier sieht. Also das ist bei mir natürlich hier Südost, ne? Hier unten im Süden ist dann natürlich Südwest und Nord ist natürlich oben das Gebiet Nord, ne? So habe ich es für mich aufgeteilt, ne? Deberrang-Ordner ist klar, weil ich mir die Sackgassen anzeigen lasse. Der, wenn man sich nicht anzeigen lässt, ist er natürlich nicht da, ne? Ja, und dann gibt es noch die BGA. Die BGA hat die allgemeinen Anfahrpunkte. Ich hatte das überlegt, ob ich den Verkauf, wo ich ja auch praktisch anliefern kann bei der BGA, im Verkauf mit rein tue. Ich habe es in der BGA belassen. Ne? Ja, und dann gibt es die einzelnen BGA-Silos. Die sind zwar eingefahren, aber ja, wie soll ich denn jetzt sagen? So richtig, ja, die behindern sich gegenseitig, die Silos, finde ich. Ich weiß nicht warum, weil auf der Rostock stehen die sich ja auch gegenüber. Da funktioniert es. Hier ist es so, dass wenn. Wo sind hier die BGA? Ja, nochmal hinspringen. Na gut, ich habe jetzt kein Fahrzeug, ne? Wir haben ja hier drüben die zwei Keilsilos, ne? Und hier drüben auf der Seite sind die Durchfahrsilos, ne? Bei den Durchfahrsilos, egal was ich mache, egal was ich probiert habe, ob ich jetzt so rum durchfahre oder in die andere Richtung durchfahre, das Fahrzeug fängt relativ spät an abzukippen und fährt dann sehr, 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 sehr lange geradeaus, sodass er ja hinten, ich habe zwar den ganz hier hinten die Linie hingetan, die Wegfahrlinie. Schafft er nicht. Er will erst später, er steht dann hier im Keilsilo drin, dann will er sich eine Strecke suchen, dass er weiterfahren will. Ich hatte dann erst überlegt, ob ich die Silos alles wieder rauslösche. Ich habe es aber drin gelassen, weil ich bin der Meinung, dass irgendwas an den Silos nicht richtig definiert ist, weil auf anderen Karten funktioniert das ja, ne? Bei den Keilsilos ist es so, der, wenn der hier rückwärts reinschiebt, bis dorthin, wo gegenüber das Durchfahrsilo ist, ne? Dann gibt er nur minimalistisch ab. Also so, dass wie beim Durchfahrtssilo ist, dass er so eine ganz geringe Höhe bloß abgibt und fährt nach vorn. Befinde ich mich hier, wenn ich drüben kein Keilsilo habe, gibt er normal den Haufen ab, wenn ich rückwärts reinschiebe. Ne?
Ich denke mal, die behindern sich irgendwie gegenseitig. Ich habe es aber gelassen, die Punkte alles so. Ich sage, wer es spielen will, entweder schmeißt er sich wahrscheinlich die Keilsilos raus. Kann ich ja löschen, ne? Oder ich lösche mir hier die Durchfahrtsilos raus. Ja, wie gesagt, so wie es jetzt ist, so richtig funktioniert es nicht, muss ich ehrlich sagen, ne? Und immer wenn gegenüber, wie gesagt, die Durchfahrtsilos sind, hier vorne komplett, er macht nur so diese, ich hätte beinahe gesagt, so 10, 20 Zentimeter hoch, die gibt er nur ab und fährt dann immer weiter nach vorne, ne? Er fährt zwar hier vorne, er hat ja seine Wegfahrlinie hier drüben dann nach dort weg, das funktioniert, aber wie gesagt, das Abkippen ist, irgendwas behindert sich da, irgendwas ist da wahrscheinlich zu groß eingestellt, irgendwelche Bereiche, aber ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, ich habe auch keine Ahnung von. Ich habe es auch trotzdem so belassen, die Strecke und ja. Ja, wie gesagt, Link unter dem Video drunter, ich muss mal gucken, dass ich die zwei Sachen noch korrigiere, muss ich nochmal einen neuen Link machen, sonst, ich hatte zwar jetzt schon fertig, aber ja, das kriege ich mal schon hin, ist nicht das Problem, ne. So, Strecke können wir erstmal ja ausmachen, Arbeit beendet, das sind natürlich, ist einmal, das ist der Grupper, ne? Der Flug, der ist schon fertig, der steht schon irgendwo rum. Gibt es auch nochmal Geld, was wir auch dringend brauchen, ne? Und, ja, wir nehmen hier gleich nochmal Sorg und Hörse mit, weil wir sehen auch, unsere Produktionen sind alles komplett leer. Wir hatten am Freitag dann noch mit Geschwindigkeit 30 die Nacht oder Richtung Ende des Tages gespielt, aus dem einfachen Grund, weil wir ja noch die letzten Holzbalken gebraucht haben, damit wir die anliefern konnten bei der Brücke, beim Brückenbau. Da können wir auch gleich mal hingucken, die ist schon über 50% gebaut, unsere Brücke. Wir nehmen gleich mal auch hier noch Sorg und Hirse mit für die Mühle. Wir einmal voll machen. Achso, ich wollte jetzt gucken, ob ich hier drüben abgeben kann oder beziehungsweise einen Ballen mal drauf schmeißen. Ich weiß nicht, ob wir Ballen reingehen. Ich habe das, ja. Weil wenn, dann müssen wir das nämlich auch noch einfahren. Wenn wir ja Ballen einlagern können, wäre ja auch nicht verkehrt, ne? Also hier kriege ich erstmal keinen Abkipptrigger. Das hier drüben liegen noch Strohballen. Wir sind ja eigentlich kräftig genug, dass wir hier mal einen parken können. Ob ich jetzt das Streckennetz noch irgendwo hochlade, also Richtung Forbidden oder so, mal gucken, weiß ich jetzt noch nicht. Weil diejenigen, die es interessiert, ich denke mal, die werden auch den Link unter Video finden. Ja, als Sonnenschutz ein bisschen verwenden, ne? Nee, passiert nichts damit. Keine Ahnung. Bloß wenn es ein Palettentrigger sein soll, dann müsste ich ja irgendwo die Chance haben, das auszuladen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man hier sieht. Weiß ich nicht. Ich sehe zwar hier, wie gesagt, einen Kasten. Müsste ich mal in der XML nachgucken, aber ob ich es dann verstehe, ist die andere Seite. Halt noch einmal drücken, dass es ausgeht. Wo ist er jetzt hier? Dann nehmen wir auch noch mal mit. Rennen und Strohtragen geht nicht so gut, oder? Ich glaube, da können wir langsam laufen, dann sind wir genauso schnell dort. Ja, dann ist natürlich unser, da wir im März angekommen sind, unser Luzernefeld und unser Grasfeld ist natürlich schon erntereif. Ja, aber, da gibt es ein großes Aber, ich weiß nicht warum. Ist uns einfach durch die Lappen gerutscht, wir haben es vergessen zu düngen. Also Kalk ist okay, gekalkt haben wir es, ne? Aber gedüngt haben wir es irgendwie nicht. Wird natürlich jetzt nicht mehr gehen, da es ja schon erntereif ist. Ist ja schon erste Erntereifstufe, also orange. Ja, dann habe ich auch gesehen, dass wir hier haben vergessen zu düngen. Ne? Hier können wir noch düngen auf unserem Getreidefeld, weil, oder Gerstefeld besser gesagt, ne? Weil das ist ja noch im Wachstum. Warum wir das vergessen haben, ich weiß es auch nicht. Ne? Das ist so, keine Ahnung, viel zu tun, ne? Und dann wird die Arbeit nicht erledigt, so ungefähr, ne? Aber da ist noch nichts verpasst. Meine beide Luzerne, ja, ich glaube, da kriegt man keinen Dünger mehr drauf. Wir können zwar mal hinfahren mit Düngerstreuer, aber ich denke mal, das wird nicht mehr funktionieren.
Ja, wie gesagt, alle Produktionen wollen hier kräftig versorgt werden. Das ist. Sobald man hier Zeit 5 spielt auf der Karte, schafft man es nicht, diese. Also bin ich der Meinung, diese T1-Produktion, was die kleinen sind, die gehen ja relativ schnell, passt wenig rein, ne? Aber das ist ja so gewollt. Schafft man kaum zu versorgen ordentlich. Achso, bei der Mühle habe ich auch am Freitag hier im Stream, haben wir vorne hier die Förderbänder weggenommen. Das sieht man jetzt hier schon, aus dem einfachen Grund, weil die Paletten gehen ja nicht komplett dann in, in den Ofen rein. Und dann haben wir jetzt jede Menge angefangene Paletten im Lager drin. Mir hatte zwar am Freitag Melanie noch geschrieben, dass sie von Oma Tanna irgendein Lager verwendet. Ja, wo dann ganze Paletten, glaube ich, sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Das ist vielleicht sinnvoller, aber wir werden erstmal hier versuchen. Ich habe das erstmal weggenommen, hier die Spawner. Weil die Produktion werden eh nicht hier stehen bleiben. Ne? Das ist jetzt von Anfang, dass wir hier ein bisschen was weiterverarbeiten können. Und ja, mehr wollen wir damit eigentlich gar nicht machen, weil wir haben hier schon ordentlich Brot drin im Lager. Ne? Ja, dann hier, die muss ich alle einzeln auslagern. Ich glaube, wir haben über 200 solche angefangenen Paletten hier drin, ne, wenn ich mich nicht täusche. Also, ja klar, noch mehr. Also 269 Einträge gibt es noch, ne? Ja, und sobald die Palette eben vom Volumen her ein anderes hat, wird die alles einzeln dargestellt. Oben sieht man schon, das Brot ist entsprechend 1000er Paletten, haben wir 27 Stück drin. Ne? Aber die anderen hier. Alle einzeln. Die müssen natürlich dann alle hier so wieder einzeln auslagern. Das ist natürlich so ein bisschen, ja. Irgendwann werden wir es fertig haben, ne? Jetzt habe ich Brot ausgelagert. Das war natürlich jetzt wieder Quatsch. Na gut, müssen wir es wieder einlagern. Aber das machen wir mit dem Anhänger. Oh. Also von den, was wir aus Sorghummehl machen, dieses glutenfreie Brot, haben wir schon 123 Paletten. Das gibt natürlich, meine, wenn man guckt auf der hier auf der zeitsparende Bestandsprüfung, da sieht man das natürlich schon. Was wir auch schon haben, wir haben 24 Hasen, die ja saisonabhängig spawnen. Jetzt im Frühjahr sind es Hasen. Irgendwann sind es Surfbretter, irgendwann sind es präsent und irgendwann sind es Särge. Im Winter sind es auf alle Fälle Särge. Ne? Das ist ja auch das, was oben hier steht. Dass die Präsent-Spawner sind noch, ist noch voll und der Sarg-Spawner ist voll. Die Hasen-Spawner sind leer. Wir haben hier vorne einmal wo spawnen, einmal am Sägewerk. Ne? Aber jetzt wollte ich gucken nach dem Brot, weil das müsste ich doch jetzt auch hier drin entsprechend sehen. Genau, haben wir auch schon vertraut. 29.000 sind die 123 Paletten. Eigentlich bester Monat Januar, ne? Wir sind bei 2,6, 500 weniger pro Palette. Ne? Bei den Hasen ist es so, die müssten wir eigentlich fast noch behalten, bis. Wo waren sie nachher? Hier unten. Die müssten wir eigentlich behalten bis in Juni, Juli. Ne? Meine 18.000 oder 15.000, 3.000 pro Palette. Pro Palette 3.000 mehr. Ne? Man sieht schon hinten, es macht ja fast 100.000 aus. Ne? Ja, aber mal gucken, ob wir das Geld eher brauchen, wie und was. Ne? Das müssen wir sehen. So, hier nochmal abkippen. Aber unsere anderen. Ach, hier sind sie. Ne? Hier sitzen alle hier in der ersten Reihe. Ne? Ja, die können wir mit dem Universal-Autoload aufladen. Ne? Müssen die alle auf dem Trailer drauf. Ich denke mal, die werde ich jetzt auch zum Hof schicken, dass wir die dort in. Das sind ja Paletten sozusagen. Ne? Und dass wir die dann bei uns einmal ins Lager dort tun, ins Palettenlager mit. Ne? Wie gesagt, wenn man hier guckt mit F5, sieht man dann hier oben. Wo ist er? Da, ja, kann man jetzt schlecht erkennen, oder? Ist ein bisschen drehen. Ja, da oben, ne? Das sind ja diese saisonabhängigen Spawner. Wenn mir das Land gehört, fallen dann entsprechend hier diese Geschenke runter, was oben links jetzt im Produktionsinfo steht. Das Produktionsinfo hat, wird irgendwann nicht mehr für uns brauchbar sein hier auf der Karte, weil es zu viele Produktionen gibt, die praktisch im Hintergrund laufen, was ich angezeigt kriege. Aber gut, ist dann so, ne? Schickt man ihn mal auch zum Hof. Da müsste auch der andere angekommen sein, mit dem wir Dünger streuen wollen.
So, die einmal losschicken. Gurt ist dran, oder? Ja. Wäre ärgerlich, wenn wir sie verlieren, weil die müssen wir schon ganz schön suchen dann, ne? Ach, ich dachte, der ist schon mal beim Hof angekommen. Weil mit ihm will ich eigentlich Dünger streuen. Da habe ich wieder nicht aufgepasst, dass er an der Einbahnstraße sich hinten anstellen muss hier. Das ist natürlich schlecht. Aber ich dachte, der stand da vorne. Ach, der hat hier gewendet wahrscheinlich dann, ne? Der müsste doch vorne links vom abbiegen können, oder nicht? Werden wir gleich nochmal gucken. Nicht, dass da ein Stück Streckennetz fehlt oder irgend sowas. Es kann natürlich sein, dass ich ihn auch nach... Na doch, der kann ja abbiegen. Also die Tankstelle dort, die steht im Original nicht da, aber das braucht man, weil wir konnten an dem Fass hier uns nicht betanken. Das ist das, war Diesel drin. Aber das ist das Fass, was extra hier für die Karte ist. Ja, das ist hier beim, von denen auch das Silo ist entsprechend. Da ist auch der Trailer, wo wir entsprechend diese Felsblöcke aufladen können. Mit Universal Autoload, ne? Und ja, ich wollte jetzt nach dem Fass gucken. Das Fass ist ja praktisch das hier, was hier unter Extras ist, ne? Ja, können wir auch leider nicht tanken an dem Fass. Aber gut, ist dann so. So, wie gesagt, wann kommt der an am Hof? Auch 16 Minuten. Ne? Da kommen wir heute nicht mehr zum Düngen hier. So, ihn können wir natürlich erstmal hier wieder zum Lager schicken. Dorthin, mehr ist dort noch nicht eingefahren. Das ist ja das Standardlager, wo wir hinfahren. So, er ist natürlich fertig mit Kuppern, der kann erstmal zum Hof. Willkommen in Ihrem Beutz. So, und er war auch fertig mit Flügen, er kann auch zum... er kann nicht zum Hof kommen, den müssen wir abholen. Den schickt man zur Fähre und zwar Anleger Mitte ist das. Müssen wir dann hier kurz übersetzen mit der Fähre. Ja, wir haben natürlich auch noch hier jede Menge das sind wir durch. Hier müssten wir auch was machen. Wir haben noch jede Menge Silageballen hier rumstehen. Die können natürlich auch noch verkauft werden. Müssen verkauft werden, ne? Die sind fertig. Das sind alles 1,80er, ich glaube 5 Stapel, ne? Naja, so ungefähr. 5x 42 Ballen. So, gucken wir mal hin hier zur Brückenbaustelle. Also ein bisschen was sieht man schon von der Brücke, ne? Was es werden soll, so ungefähr. Ja, 44.000 Liter sind noch drin von den 100.000, also 44%. Über 44%, also 45% sind schon gebaut, ne? So, wenn man mal guckt hier, wir hatten ja dann schon mal angefangen und habe dann das Ganze wieder abgebrochen oder XML-Datei zurückgesetzt und man soll ja erst alle Rohstoffe füllen und wir haben zum Schluss die Nägel reingeschmissen, dass dann erst der Brückenbau beginnt, dass alles voll ist. Denn wenn man hier guckt, da sieht man jetzt hier schon der Trigger, ich hoffe man kann das hier erkennen, den Triggerkasten, der war natürlich unten auf der Erde, der wandert einfach nach oben. Ne? Weil der wird mit weg verschoben, mit Produktionsfortschritt der Brücke wird er verschoben nach oben. Aus dem einfachen Grund, ich kann ja über den Trigger drüber fahren und entlade mich. Denn hier wird es ja so sein, es ist ja auch wie ein Lager von der Produktion, diese Brücke. Ne? Wenn ich das nicht verschieben würde, dann würde ich ja irgendwann mal hier mit einem Anhänger drüber fahren und hätte hinten Zement oder irgendwas drauf und da würde ich ja das Lager da vollschütten. Ne? Also der muss schon verschoben werden, der ist dann so ungefähr gleich fast so hoch wie Lampe. Weil man könnte vielleicht versuchen, mit euch einen Teleskoplader dann noch Zeug einzufüllen in den Trigger, wenn man zu wenig drin hat. Und das ist, wird doch bei der Produktion so gemacht, ne? Dass die alle verschoben werden nach oben, weil sonst könnte ich ja hinterher immer noch Zeug reinkippen. Das wäre ärgerlich, wenn mit Auto 3, 4 einer drüber fährt und ich schicke 100.000 Liter los, es kommen nur 80.000 Liter an. Ne? Wo ist es hin? Ne? Wer hat es gestohlen, so ungefähr? Ne? So,
So, wir müssten natürlich hier drüben am Sägewerk müssten wir genauso noch aufräumen. Ach so, der LKW ist da. Okay, da können wir den erstmal nehmen, weil da muss ja auch jede Menge ausgekippt werden. Wir hatten jetzt hier noch mal Kies geholt. Den müssen wir auch noch öfters holen. Eine Ladung ist jetzt in der Zement drin. Die nächste. Oder Beton, wie auch immer. Ne? Die nächste Ladung schmeißen wir hier in. In die Goldwäsche rein. Steht auch keine Flakes da. Ich glaube, die hat noch einer wegsortiert, oder? Unser Wasser reicht ja auch nicht mehr lange. Nur 3 Liter, warum lagert der nicht aus? Aber wir müssen ja auch wieder die gereinigten Kies oder Sand wieder rausholen. Die stehen auf Einlagern, die können auf Auslagern stehen. Ja, Goldbarren haben wir natürlich auch schon einige. Sind hier noch Flakes drin? Genau, 1800. Ist doch hier, dann ist doch hier die Produktion nicht. Dann können wir doch hier Gold anschalten. Ja, fürs Glas fehlt uns wieder Sand, ne? Das wäre es auch alle. Ja, hier hinten liegen schon einige Barren drin, ne? Also das lohnt sich auch bald mal, die wegzufahren. Da müssen wir natürlich gucken, mit was für ein Fahrzeug, ne? Am besten Containerfahrzeug oder so. Wo sie nicht rausfallen können. Ja, hier das Silo, das ist neu gebaut. Hatten wir erst die zwei anderen Silos. Das ist, wie gesagt, hier sollen nur Produkte reingehen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ne, seht die angehenden Tilt-Types sehe ich noch gar nicht, oder? Ne. Silo ist leer. Was wir noch machen müssen, ist hier natürlich uns dann ein Display hinstellen. Aber solange wir erstmal die Produktion befüllen können, dann werden wir hier eh nichts ins Silo schütten. So, den schickt man jetzt mal zur Sandmine. Dass wir dort weitermachen. Wir brauchen Steine und wir brauchen eigentlich alles. So, die kommen hier zurück. Ja, hier mit ihnen werden wir nochmal Steine verladen. Vorne Sand holen. Okay. Da holen wir mal drüben noch unseren Trecker ab. Ja, für uns wird es dann auch nicht auch interessanter. Ich weiß gar nicht, das habe ich noch überhaupt nicht gemacht. Nach Mission geguckt. Nicht, dass hier Ordümer-Mission, die müssen wir unbedingt annehmen. Ja, das ist ja. Ja, hier fehlt wieder irgendein Eintrag. Kann ich nicht erkennen, was es sein soll. Aber wenn, dann haben wir es auch nicht. Ne? Das andere können wir alles auch nicht liefern. Wir müssen unsere Mission mal hier noch abschließen. Ne? Warum schließt du die nicht ab? Doch, jetzt. Gut. Ja, nochmal 100.000 fürs Düngen. Das ist gut so. Feld 50, 54, da kommen wir auch problemlos hin. Ne? Aber wie gesagt, wir müssen erstmal, wenn der Düngerstreuer da ist und der Trecker da ist mit dem Pass, dann kriegt er erstmal einen Düngerstreuer und dann versuchen wir erstmal unsere Felder zu düngen. Hatte ich zwar schon am Anfang oder vor der Folge losgeschickt, aber gut, dass er da hinten auf Blockade kommt, wusste ich nicht. Das hätten wir schon probieren können, ob wir oben die Luzerne noch düngen können, aber ich glaube es ja fast nicht.
Hallo. So, kommen wir da drauf? Jo, muss gehen. Beim letzten Mal hatte ich da drüben angelegt, das war auch nicht so richtig passend. Ja, hier müsste natürlich eine Brücke gebaut werden für die drei Felder, weil die kommen wir nicht so ohne weiteres hin. Wenn wir die erste Brücke fertig haben, zur Mitte hin, dann sieht es sofern gut aus, dass wir dann schon mal eigentlich fast überall hinkommen, ohne großartig erst hier drüben. Alter, durch den Schlenker gemacht hier. Wer ist denn da jetzt angekommen? Achso, das war der Dings. Ne, der fährt hier auch noch. Ach, das war der LKW gewesen sein. Wo ist er denn jetzt? Achso, da war doch hier oben dann, oder? Genau. Gut, aber ich würde sagen, wir machen dann hier am Mittwoch weiter. Denn Arbeit haben wir hier ohne Ende, ne? Okay, müssen wir noch ein Stück vorfahren. Gut, aber ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wir machen am Mittwoch hier in der nächsten Folge weiter. Und dann gucken wir mal, was wir noch so einstellen können. Also in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.